Es gibt heftige News in Cosmos, denn SushiSwap hat den Perpetual Market auf Say Network, der noch im Testnet ist, gekauft. Somit launcht eins der größten und erfolgreichsten AMM-Protokolle auf Ethereum auf einer Cosmos-Chain, die aktuell noch im Testnet ist, was ich extrem krass finde. Mein Name ist Max, ich mache deutschen Cosmos-Content. Wenn du nichts mehr verpassen willst, lass mir gerne ein Abo da und ein Like. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt ins Video reinstarten und erfahren, warum das ziemlich bullish ist für Cosmos. Und damit willkommen zurück zu dem Thema, dass SushiSwap bald in Cosmos sein wird. Zunächst mal, was ist SushiSwap überhaupt? Da gehen wir drauf ein. SushiSwap ist ein ganz normaler AMM, auf Ethereum allerdings, und ist aus einem sehr interessanten Grund überhaupt entstanden. Dazu gleich mehr, also zur Geschichte gleich mehr. Und hier sehen wir nochmal kurz, wie Pools funktionieren bei einem Automated Market Maker. Und zwar hast du immer eine Balance zwischen Coin A und B, und je nachdem, welcher Coin für welchen verkauft wird, wird natürlich aus dem Pool genommen und der andere hinzugefügt, und dadurch ergibt sich auch der Preis. Und natürlich, je mehr Coins du von einer Sorte herausnimmst, desto höher ist der Preis für diesen Coin, den du rausnimmst. Dementsprechend ändert sich auch jeder Preis von jedem Coin, wenn du ihn kaufst. Das heißt, wenn du 100 Coins kaufst, kostet der erste Coin weniger als der 100. So viel zu dem Thema. Allerdings am interessantesten ist überhaupt, warum SushiSwap damals entstanden ist. Und zwar, es wurde eine neue Art von Angriff in der Open-Source-Welt genutzt. Und zwar war das Ganze ein Vampir-Angriff, ja, oder auch im Englischen gesagt Vampire-Angriff. Denn es war ein sehr, sehr interessantes Thema. Die Uniswap-Community war im Endeffekt ein bisschen verloren. Ja. Die haben keinen Token gehabt, mit dem sie abstimmen konnten über die Governance von dem Protokoll. Sie haben allgemein nur wenig Incentives bekommen für das Providen von Liquidity, und das hat dem Ersteller von SushiSwap nicht gefallen, und dann hat er sich gedacht, komm mal, wir haben eine Open-Source-Software von Uniswap. Ich fork diese Software, forken heißt einfach, man nimmt sie und verändert sie ein bisschen oder postet sie auch 1:1, ja, und hat aber ein paar Sachen geändert. Erstens gab es dann einen SushiSwap-Token, und Leute wurden dafür belohnt, wenn sie Liquidity provided haben, nicht nur dadurch, dass die Swap-Fees im Pool entstehen, sondern zusätzlich durch den Sushi-Token, mit dem man dann auch zusätzlich noch Governance teilnehmen konnte. Das heißt, wir hatten praktisch im Endeffekt Uniswap, allerdings hast du dort mehr Incentives bekommen für das Providen von Liquidity und hast noch dazu beitragen können, die Zukunft von SushiSwap zu entscheiden. Dementsprechend einfach ein Community-based Uniswap. Und das war auch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung beider Protokolle, denn so hat SushiSwap natürlich einen Platz eingenommen, der aktuell noch nicht so da war, beziehungsweise hat einfach eine Idee genommen und diese verbessert. Und Uniswap hat natürlich dann auch einen Competitor gehabt, und ein Competitor ist immer auch wichtig für die Innovation von Projekten. Dementsprechend war das eigentlich am Anfang natürlich ein Loss für Uniswap, aber im Endeffekt doch ein Win-Win für beide, und der hat ganz genau so funktioniert, der Angriff. Im Endeffekt konntest du dann weiter, beziehungsweise musstest du weiterhin deine Coins auf Uniswap providen. Allerdings hattest du dann, sobald du die Coins in den Pool gegeben hast, einen LP-Token bekommen. Das heißt, dieser LP-Token war dann im Endeffekt die repräsentativ dafür, dass du die Coins im Pool drin hast, und diese LP-Tokens konntest du jetzt nutzen und diese in der Plattform von SushiSwap providen. Das heißt, du hast im Endeffekt deine Coins eingezahlt bei Uniswap, diese dann als LP-Tokens bei SushiSwap eingezahlt, und so hat SushiSwap die ganze Liquidität sehr, sehr schnell rüber transferiert. Natürlich nicht alles, ja, aber es war im Endeffekt ein Win-Win für beide, denn die Liquidity auf Uniswap ist von 400 Millionen am Anfang vor dem Angriff auf 1,8 Milliarden gestiegen, aber allerdings haben sie auch dann zusätzlich 1 Milliarde verloren an SushiSwap. Fährt mich da nicht fest auf die genauen Angaben von diesen Nummern, die ich gerade genannt habe. Im Internet steht überall was anderes. Allerdings war das im Endeffekt ein Win-Win, weil im Endeffekt ist die Liquidität auf dem Protokoll Ethereum für AMMs gestiegen. Uniswap hat mehr gehabt, SushiSwap hat mehr gehabt, und beide hatten praktisch was davon, dass sie im Endeffekt angegriffen wurden, zumindest Uniswap. Und natürlich haben da viele gedacht, okay, ich nehme meine Tokens von Uniswap und pack die einfach bei SushiSwap hin, weil diese sind natürlich für mich lukrativer, denn dort bekomme ich noch Incentives und kann die Plattform mitbestimmen. Und so ist die Entstehungsgeschichte von SushiSwap, und ich finde, da erkennt man schon relativ leicht, dort haben wir es mit einem innovativen Community-based Projekt zu tun, und jetzt kommt das Ganze, was daraus überhaupt gelernt wurde. Ein schlechtes Produkt kann schnell abgelöst werden. So, Uniswap hatte einfach gemerkt, scheiße, wir müssen da auch was tun, und mittlerweile gibt es natürlich den Uniswap-Token, der war ein Airdrop, alle waren happy, somit war das Ganze wieder gelöst.
Open Source ermöglicht Fortschritt. Natürlich war es schlecht für Uniswap, dass sie die Software geklaut bekommen haben. Allerdings hat das Ganze noch mal ein bisschen belebt. Ja, im Endeffekt war es am Anfang schlecht, aber dann war doch die Liquidität insgesamt doch höher und beide haben davon profitiert. Das heißt, Open Source ermöglicht einen schnelleren Fortschritt. User stehen im Vordergrund, das hast du einfach gemerkt. SushiSwap war das bessere Produkt für den User. Dementsprechend hat es einfach auch so gut funktioniert. Und Angebot und Nachfrage ist weiterhin hier ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn das Angebot bei Uniswap immer noch schlecht gewesen wäre, hätten die Leute gesagt, komm, wir gehen zu SushiSwap. Und jetzt ist das ganz interessante Thema. SushiSwap möchte seit längerem ein Perpetual Swap Market rausbringen. Und natürlich hätten die genug Ressourcen gehabt, das selber zu entwickeln. Allerdings sind sie jetzt auf Cosmos aufmerksam geworden, beziehungsweise genau gesagt auf Say Network. Was ich sehr interessant finde, weil wir müssen dabei verstehen, Say Network ist immer noch im Testnet und somit kennen das gar nicht so viele eigentlich. Somit finde ich das sehr, sehr interessant, dass die Entwickler von Ethereum zu Cosmos finden und dort die Nischen sehen und die App-Chain Thesis auch im Endeffekt weiter mit vorantreiben, weil sie sagen, Alter, das ist ein geiles Projekt, genau dort und dort möchte ich das launchen. Zusammengefasst heißt es, SushiSwap plant schon länger einen Fuß in den Perpetual-Markt zu setzen. SushiSwap, innovatives Projekt, haben wir gerade gelernt durch den Angriff. Say Network, trotz Testnet bekannt, das finde ich super interessant, wirklich sehr, sehr interessant und macht mich auch ein bisschen bullischer auf Say Network, weil, wie gesagt, es ist noch im Testnet und man kann, finde ich, Projekte immer erst danach bewerten, wie sie dann wirklich auch launchen und wie sie den Use Case bekommen. Aber durch SushiSwap, den 7. größte Total Value Locked Protokoll auf Ethereum, kriegen wir da schon ziemlich viele Nutzer rein, was ein Win-Win für beide ist, weil im Endeffekt bekommt SushiSwap einen Headstart, weil im Endeffekt acquiren sie auf Say Network den Vortex Perpetual Market und der wird dann im Endeffekt von SushiSwap gebaut, genutzt und das ist jetzt im Endeffekt ihrer und somit kommen User rein. Im anderen Fall bekommt SushiSwap einfach eine mega skalierbare Plattform, auf der sie zusammenarbeiten können. Und ich denke, die ganzen Parameter, warum das bullish ist, klären wir jetzt nochmal einfach in der letzten Meinung von mir. Ich finde allgemein es wunderbar interessant, dass Entwickler von Ethereum auf Testnet-Projekte von Cosmos aufmerksam werden. Was für mich heißt, Cosmos ist bekannt, Cosmos hat Traction und sogar, obwohl Projekte nur im Testnet sind, haben Entwickler, die etabliert sind, wie von SushiSwap, ein Auge auf diese Protokolle und alle auf die Projekte. Und was auch noch sehr interessant ist, normalerweise haben wir in Cosmos öfter, dass Projekte dann sagen, okay, wir bauen unsere eigene App-Chain. In dem Fall war das aber nochmal ein bisschen anders, weil die Projekte haben nicht gesagt, wir bauen eine eigene App-Chain, sondern wir bauen auf einer App-Chain in Cosmos unser Protokoll auf. Das heißt, im Endeffekt haben wir es jetzt auf einmal mit Ethereum-Protokollen zu tun, die Multi-Blockchain ihre Protokolle ausbreiten. Normalerweise war das natürlich immer nur auf Ethereum-based Chains, also auf EVM-kompatiblen Chains und jetzt funktioniert das Ganze auch noch mit Cosmos. Finde ich super spannend, SushiSwap auch wirklich auf vielen Protokollen zu Hause. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, weil ich finde es erstens sehr bullig für Say Network und Cosmos, aber auch bullig für SushiSwap und vor allem für Perpetual Markets. Ich werde da auch ein weiteres Auge drauf werfen. Perpetual Markets, sehr insane in Krypto, weil du einfach dort handeln kannst, so viel du willst, ohne dass der Contract im Endeffekt ausläuft. Sehr, sehr spannend. Dazu gibt es auch ein Video, wo ich die drei Projekte in Cosmos vergleiche. Dazu gehört DYDX, die bald eine Chain auf Cosmos bauen werden. Das heißt, die gehen ebenfalls vom Ethereum-Protokoll weg und gehen auf eine eigene App-Chain. Und Injective ist ein DeFi-Protokoll, das eine Infrastruktur vor allem für Perpetual Markets rausbringt und dann noch Say Network. Sehr, sehr spannende Projekte. Ich finde es eine sehr, sehr spannende Zeit. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und auch gerne Fragen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.